Hallöchen Leute und willkommen wieder mal zurück zu Pokémon Alpha Saphir in Graphitport City. Ich weiß, der letzte Part ist ein bisschen länger geworden, aber dafür habe ich ja auch gleich drei weitere legendäre Pokémon gefangen, nämlich Regirock, Regieass und Registeel. Und wenn man die drei alle gefangen hat, dann besteht die Möglichkeit auch noch den Anführer dieses Golem-Trios zu fangen. Aber da müssen noch ein paar besondere Bedingungen erfüllt werden. Und eine davon ist, dass Regieass einen Spitznamen haben muss. Ich frage mich nur, wie man von sich aus darauf kommen soll. Das habe ich nämlich im Internet gelesen. Und deswegen bin ich jetzt auch hier beim Haus des Namenbewerters. Bewertung von Pokémon Spitznamen. Ich habe nämlich leider vergessen, als ich Regieass gefangen hatte, ihm sofort einen Spitznamen zu geben. Aber das kann man ja hier noch nachholen. Ist also nicht so schlimm. Dafür ist dieser ältere Herr ja da. Hallöchen. Hallo, hallo, ich bin der Namenbewerter. Ich bin so eine Art Namensorakel. Tja, ja, soll ich die Namen deiner Pokémon bewerten? Ja. Von welchem Pokémon darf ich den Spitznamen bewerten? Ja, von Regieass, bitte. Aha, Regieass lautet also sein bisheriger Name. Damit hast du dir schon recht viel Mühe gegeben. Aber wollen wir dem Pokémon nicht einen etwas besseren Namen verpassen? Was sagst du? Okay. Sehr schön. Wie soll sein neuer Spitzname lauten? Ja, ich habe mir da was ganz Lustiges überlegt. Und zwar nenne ich mein Regieass ganz einfach Sorbet. Das klingt doch irgendwie lecker und appetitlich. Und irgendwie auch ein bisschen witzig. Bitteschön. Alles klar, von nun an heißt dein Pokémon Sorbet. Ein viel besserer Name als vorher, oder? Du bist echt ein Glückspilz. Ja, dankeschön. Gut, das war die erste Bedingung, aber das war es noch nicht ganz. Als nächstes muss nämlich Regieass noch ein bestimmtes Item tragen. Es kommen genau drei Items in Frage, und zwar entweder ewiges Eis, Stratos-Eis oder ein Eisbrocken. Und eines davon werde ich mir jetzt mal besorgen, und deswegen fliege ich nach Malfenfuß City. Denn hier in der Residenz Malfenfrost soll nämlich ein kleines Mädchen leben, was einem Stratos-Eis verkauft, wenn man Regieass im Team hat. Und die gehe ich jetzt mal suchen. So, da wären wir jetzt Residenz Malfenfrost. Und irgendwo hier, es fragt sich natürlich nur, in welchem Apartment die genau lebt. Aber war da nicht sogar ein Hinweis auf den Türschildern irgendwie wo? Wartet mal. Ja, hier residiert jemand mit Heißhunger auf Eis. Das kann es eigentlich nur sein. Das ist das Apartment direkt links neben dem vom Wald, Apartment 14. Und... ja, seht mal, da ist das kleine Mädchen. Eiscreme, hier gibt's leckere Eiscreme. Eis mit Eis, Eis ohne Eis. Oh, das ist doch Regieass. Du hast dein Regieass dabei. Dann mache ich dir ein ganz besonderes Angebot. Ein Stratos-Eis für gerade mal 200 Pokédollar, wie wär's? Na, ich kaufe eins. Bitteschön. Alex erhält Stratos-Eis. Ja, und schon habe ich ein Stratos-Eis bekommen. Das ist aber aus gutem Grund in der Medizintasche gelandet, weil... hier, Stratos-Eis. Dieses Eis ist eine Spezialität aus Stratos City. Es behebt alle Statusprobleme eines Pokémon. Aber das soll ich jetzt nicht verwenden, sondern ich soll es Regieass einfach zum Tragen geben. So, ja, Stratos-Eis wird nun getragen. Wie gesagt, ewiges Eis oder ein Eisbrocken würde auch noch funktionieren, aber die sind etwas, naja, jetzt nicht umständlicher zu bekommen. Das ist vielleicht immer ein bisschen zeitaufwendiger. Weil das ewige Eis findet man irgendwo in dieser... Höhle nördlich von Moosbach City und einen Eisbrocken bekommt man rein zufällig manchmal beim Klimainstitut. Muss aber nicht sein, da kann man auch einen anderen Brocken bekommen. Gibt ja noch einen Heißbrocken und auch noch einen Glattbrocken und so, aber da wollte ich mich jetzt nicht darauf verlassen, dass ich ausgerechnet einen Eisbrocken bekomme.
Und schon haben wir alle Bedingungen erfüllt. Und jetzt will ich meinen, hier gibt's noch irgendwo jemanden, der mir noch einen Megastein geben möchte. Und ich glaube, das ist dieser Typ da. Du bist ein Trainer, stimmt's? Dann habe ich was für dich. Hier. Alex erhält Schlappornit. Dieser Typ führt ein Leben in Saus und Braus, aber zum Monatsende ist nicht mal mehr genug für die Miete übrig. Das ist ein Teil der Sachen, mit denen er sich völlig freiwillig bereit erklärt hat, seine Schulden zu begleichen. Das Pokémon, das sich mit einem Kerl wie dem anfreundet, einen Mega-Entwicklung durfte, tut mir echt leid. Ist ja geil, einfach mal hier den Schlappornit bekommen. Und schon habe ich einen weiteren Megastein. Aber jetzt können wir zurück zur Inselhöhle, weil da wird nämlich das legendäre Pokémon auftauchen. Keine Sorge, ich habe mir offscreen jetzt wieder ausreichend Finsterbälle gekauft. Ich habe jetzt nämlich insgesamt wieder 50 Stück. Und das wird auf jeden Fall genügen, um auch dieses legendäre Pokémon zu fangen. Hoffentlich. So, da bin ich jetzt auf der Route 105 und von hier aus ist es nur noch mal ein Katzensprung hinüber zur Inselhöhle, weil da vorne ist sie auch schon. So, und wie gesagt, wenn alle drei Bedingungen erfüllt sind, dann wird da drin ein weiteres legendäres Pokémon auftauchen. Man muss eben Regirock, Regieis und Regisil alle drei in seinem Team haben. Regieis muss einen Spitznamen haben und entweder ewiges Eis, Stratus-Eis oder einen Eisbrocken als Item tragen. Wenn diese Bedingungen alle gegeben sind, dann wird da drin der Anführer des Golem-Trios erscheinen. Ganz ehrlich, wie soll man denn bitte von selber darauf kommen? So, und zur Sicherheit werde ich hier drin erstmal speichern. Einfach um auf Nummer sicher zu gehen. Passt schon. Gut, also dann, macht euch bereit. Der Boden bebt, irgendwas kommt näher. Ein Regigigas erscheint! Los, Hortenso! Ja, da ist es. Und saumselig von Regigigas wirkt, es kommt nicht in Fahrt. Ja, Regigigas, der Anführer des Golem-Trios aus der Sinnoh-Region auf Level 50 und vom Typ normal. Sieht auch etwas eigenartig aus. Und ja, seine Fähigkeit saumselig, das ist so eine Negativfähigkeit. Das heißt nämlich, dass seine Initiative zu Beginn relativ niedrig ist und die erst nach und nach wieder den Normalwert erreicht. Das ist eigentlich eine ziemlich blöde Fähigkeit für so ein legendäres Pokémon. Warum es das hat, verstehe ich bis heute nicht. Egal, Donnerwelle. Na, Rundumschutz wird dir da auch nicht wirklich helfen. Denn du bist trotzdem paralysiert. So, und jetzt werde ich dich mal schön schwächen mit dem Donnerblitz. Oh, bist du paralysiert und kannst dich angreifen, das tut mir aber nicht leid. Gleich nochmal Donnerblitz. So, Vergeltung. Boah, fies. Das tat weh. Und nochmal Donnerblitz. Ha, ganz knapp. So, macht schon wieder Vergeltung. Aber zur Sicherheit, damit es mich nicht ständig angreift und meine anderen Pokémon dann noch schadet, setze ich einfach Blitz ein, um seine Genauigkeit zu senken. Dann gehen seine Attacken öfters daneben. Also Blitz! Genauigkeit von Regigigas sinkt. Oh, paralysiert ist es auch noch. Sehr gut. Da mache ich jetzt ein paar Mal Blitz. Ja, jetzt ist gerade gestanden, Regigigas kriegt doch noch die Kurve. Jetzt ist seine Initiative wird wieder auf normal. Wert. Ausgenommen natürlich von der Paralyse, das ist dadurch immer noch ein bisschen geringer. Und nochmal Blitz! Macht Rundumschutz, voll fies. Trotzdem sinkt seine Genauigkeit weiter. Und gleich nochmal.
es ist sicher nicht verkehrt, wenn die Attacken besser daneben gehen, als wenn sie mich dann treffen. Und nochmal Blitz. Gehört alles zu meiner Taktik, Freunde. Gehört alles zur Taktik. Ah, Vortenze wird ab. Sehr gut. Und noch einmal Blitz. Okay, jetzt habe ich... Jetzt habe ich fünfmal Blitz eingesetzt, das sollte eigentlich reichen. Und jetzt tausche ich aus auf Kapilz wegen dem Trugschlag. Oh, nein. Ha. Das kann sein Kopfstoß. Das ist ja fies. Eine Psychoattacke ist gerade gegen Kapilz ist nicht so cool wegen Pflanzenkampf. Okay, habe ich ja Glück gehabt, dass es daneben gegangen ist. Also Trugschlag. So, Gesichte. Ja, Kapilz wurde erkannt. Schön, du hast mich also erkannt. Und weiter. Okay, also die KP müssten definitiv jetzt auf 1 sein. Bei Regigigas paralysiert ist es auch. Na dann, mal sehen, wie viele Finsterbälle ich für Regigigas brauche. Weil für Regisil habe ich ja auch ziemlich viele gebraucht. Im Vergleich zu Regigas, da war der zweite Finsterball schon der entscheidende. Mal schauen, wie lange es bei Regigigas dauern wird. Also, 50 Stück habe ich jetzt wenigstens wieder. Und einer davon muss es einfach fangen. Finsterball Nummer 1, let's go! Das war natürlich Fail. So, ha, Paralysie kann es angreifen. Edge, Badge. Und gleich den zweiten hinterher. Los! Schon wieder nicht. Grundumschutz. Was bringt das überhaupt? Das ist nämlich fehlgeschlagen. Und Nummer 3. Wieder nicht. Mann, du sollst drin bleiben, verdammt. Komm schon, deine Kollegen habe ich doch auch gefangen. Oder besser gesagt, deine Untergebenen. Du bist eben der Anführer dieses Trios. Finsterball Nummer 4. Nein, warum nicht? Du hast doch nur noch mehr ein KP. Das gibt's einfach nicht. Ich sage, das bedeutet eigentlich im Prinzip überhaupt nichts. Ein einziges KP, unparalysiert, trotzdem befreit es sich, auch wenn es ein Finsterball ist. Es ist halt ein legendäres Pokémon, die wehren sich eben ganz schön. Und Finsterball Nummer 5. Schon wieder nicht. Hallo, du sollst drin bleiben, verdammt. Kapierst du das nicht? Vergeltung. Steckt er deine Vergeltung sonst wohin? Finsterball Nummer 6. Ach komm schon, jetzt sei doch nicht so kacke. Ja, das hast du jetzt davon, dass du nicht angreifen kannst. Und Nummer 7 bitte. Okay, anscheinend möchtest du nicht mit mir mitkommen, aber ich lasse nicht locker. Ich habe noch ganz, ganz viele Finsterbälle und ich werde mich nicht davor scheuen, die auch alle zu benutzen. Finsterball Nummer 8. Hör bloß auf damit. Können wir uns freuen über Finsterball Nummer 9? Ja, leider nicht. Leider, leider nicht. Na, dann werden wir sehen. Vielleicht schafft es ja Finsterball Nummer 10. Pff, Mann, jetzt hat's doch fast schon geklappt. Es hätte beinahe geklappt. Du Mistvieh. Jetzt hätte ich schon wirklich geglaubt. Aber nö, es hat ja nicht Klick gemacht. Na gut, dann eben Number 11. Nein, du sollst verdammt nochmal drin bleiben, Regigigas. Regigigaschars. Nummer 12. Ich hasse dich. Ah. Glücklicherweise geht der Senkopfstoß daneben, das wäre für Kapilz ganz, ganz böse. Vielleicht habe ich ja Glück und
Die Nummer 13 ist heute meine Glückszahl. Wir werden sehen. Los! Ja, von wegen. Wie mir 13 mal wieder überhaupt kein Glück bringt. So, wieder abgewehrt. Nummer 14. Du sollst drin bleiben, verdammt! Das gibt's doch nicht! Nummer 15, bitte fange es endlich! Das ist unglaublich! Das stellt echt meine Geduld auf die Probe. Schon wieder Vergeltung. Es sollte doch daneben gehen. Nummer 16. Das gibt es nicht! Das kann doch wohl nicht wahr sein, du Arschloch! Oh, Missgeburt! Das kann doch nicht wahr sein. Das brauche ich schon länger als bei Regi-Stil. Verdammt seist du. Voltenso, komm doch mal raus. Das gibt's einfach nicht. Nummer 17. Ja, Nummer 17. Fick dich. Ist doch wohl nicht wahr. Das stellt meine Geduld echt schon wieder auf die Probe. Und sowas hasse ich wie die Pest. Nummer 18, jetzt fange es endlich verdammt nochmal. Das gibt's doch nicht. Bleib endlich drin. Mano, das gibt es nicht. Oh, ich hasse dich. Nummer 19. Sag mal, wie lange willst du dieses Spiel eigentlich noch mitbetreiben? Ich finde das überhaupt nicht witzig. Ja, machst du wieder Gesichter, brauchst echt eine Lupe, um Voltenso zu erkennen, du dummes Vieh. Na dann. 20 ist ja bekanntlich meine Glückszahl, weil die dreimal in meinem Leben vorkommt. Vielleicht schafft es ja der 20. Finsterball, es endlich zu fangen. Bitte! Nein! Das kann doch wohl nicht wahr sein! Verdammt seist du! Nicht mal meine eigene Glückszahl hat mir jetzt was gebracht, obwohl ich schon fast geglaubt hätte, dass es jetzt endlich soweit gewesen wäre, aber nö! Wildlord, da bist du dran! Ich hab Zeit! Nummer 21, ich habe immer noch 30 Finsterwelle übrig, irgendeiner wird's schon schaffen! Aber leider nicht die Nummer 21. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Hör auf, mich zu verarschen. Nummer 22. Das macht mich wahnsinnig. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Du willst es einfach nicht verstehen. Ich scheiß dir ins Gesicht, ob du willst oder nicht. Aber davon ist es gänzlich unbeeindruckt. Also bisher hat es, glaube ich, noch nie so lange gedauert wie bei Regi Gigas. Jetzt nicht mal bei Deoxys hat es so lange gedauert. Das ist doch wohl einfach nicht zu fassen. Mann, jetzt reicht's aber. Das wird echt schon langweilig. Nummer 25. Jetzt fang es doch endlich mal! Mann, das... Fick dich!
Ey, das ist einfach zu dumm zum Kacken! Das ist unfassbar! Wie lange soll das denn jetzt noch weitergehen? Jetzt wird's echt langweilig! Ich hasse dich! Habe ich dir das eigentlich schon mal gesagt? Das kann doch nicht sein, jetzt habe ich schon mehr als die Hälfte meiner Finsterbälle verpulvert. Nur wegen diesem einen legendären Pokémon, das kann doch nicht sein! Na, ich werde dich zermalmen! Oder vielleicht auch nicht. Es ist unfassbar. Jetzt habe ich schon 30 Finsterbälle verwendet und es ist immer noch nicht drin geblieben. Das kann einfach nicht sein. Was soll dieser Scheiß? Jetzt bleib endlich drin, verdammt! Boah, ey, nee, du willst mich echt verarschen, oder? Jetzt wärst du fast schon wieder drin geblieben. Du sollst da drin bleiben! Wie oft soll ich dir das eigentlich noch klar machen, du Missgeburt? Boah, na endlich! Regigigas wurde gefangen. Ich fasse es nicht. Das hat es aber echt lang gedauert. Holy moly! Registriert. Es gibt eine Legende, wonach dieses Pokémon die Kontinente mit einem Seil gezogen hat. Nummer 486 Regigigas. Kolossal. Typ normal. Größe 3,7 Meter, Gewicht 420 Kilo. Leck mich an die Füße, das hat jetzt echt bisher am allerlängsten gedauert von allen legendären Pokémon, die ich glaube ich überhaupt jemals gefangen habe. Das ist doch... Was sollte denn das? Das ist doch unglaublich. Da muss ich jetzt nochmal kurz nachgucken. Hier. Ich hatte 50 Finsterbälle und habe jetzt nur noch mehr 18. Das heißt, der 32. Finsterball hat Regigigas erst gefangen. Das ist doch unglaublich. Aber geschafft ist geschafft, würde ich sagen. Und es ist aber der Part schon wieder vorbei. Das kostet echt ganz schön Nerven, ich weiß. Ey, bin ich froh, aber das war es ja noch immer nicht. Es gibt ja noch mehr legendäre Pokémon. Es gibt zum Beispiel noch zwei weitere Trios, die man hier fangen kann. Allerdings ist zumindest eins davon nur unter... Ne, Blödsinn, was rede ich denn von zwei Trios? Nein, es gibt sogar noch drei Trios, die man hier fangen kann. Ja, tatsächlich gibt es drei Trios, nämlich eines aus der Johto-Region, eines aus der Sinnoh-Region und eines aus der Einal-Region kann man alle drei fangen, wenn man bestimmte Bedingungen erfüllt hat. Aber da muss man übrigens auch, das sind solche Pokémon, die man nur finden kann, wenn man mit der Fähigkeit Überflieger, also mit Megalatius bzw. Megalatius, einen bestimmten Punkt auf der Karte entdeckt und dort dann landet. Nur so kann man die auch finden. Jetzt erstmal ab ins Pokémon Center. Und bitte meine Pokémon heilen. Die haben tapfer gekämpft gegen Regigigas. Jetzt kann ich mein Team wenigstens wieder ein bisschen abändern. Und Regigigas schauen wir uns dann auch nochmal ganz kurz an. So.
So, da ist es. Regigigas. Wesen mild, Fähigkeit saumselig, Gesichte, Vergeltung, Rundumschutz und sein Kopfstoß. Bericht. Ah, okay, ja genau. Saumselig. Ach, das halbiert sogar noch den Angriff und die Initiative. Wird beides halbiert, ich glaube für 3 Runden oder so. Das ist echt eine total dämliche Fähigkeit. Also warum die Regigigas so eine bescheuerte Fähigkeit gegeben haben, kann ich bis heute nicht nachvollziehen. So, der Rundumschutz ist eine Gesteinsattacke. Schützt eine Runde lang vor Angriffen, die alle Pokémon auf deiner Seite treffen. Ach so, und Vergeltung? Stärke 60, Schaden verdoppelt sich, wenn der Anwender der Runde bereits Schaden vom Ziel des Angreifes genommen hat. Ah ja. Gesichter eben erlaubt es, Geist-Pokémon mit normalen Kampfattacken anzugreifen, mit dem Flüchtweg des Ziels. Und sein Kopfstoß kennen wir ja von meinem Metagross, dass es das kann. Okay. Nur das hier hin tun und Vergeltung da. Ja, das passt dann schon. Und Wesen eben mild. 10.01.2015, Inselhöhle mit Level 50 halten. Er nickt oft ein. Das passt ja super zu seiner Fähigkeit saumselig. Nickt oft ein. So siehst du auch aus. Aber du hast mir ganz schön Kopfzerbrechen bereitet. Du hast mich ganz schön meine Nerven strapaziert. Weißt du das? Ich glaube, das weiß es und das ist ihm egal. Naja, so, aber jetzt brauche ich ja wenigstens die anderen Regis nicht mehr, wie ich sie immer gerne nenne. Ich nenne die nicht wirklich Golems, ich nenne die immer Regis, weil alle Namen von denen so beginnt. Und Regis ist übrigens auch lateinisch und bedeutet, glaube ich, auch Golem oder so? Oder König? Ich glaube, das bedeutet sogar König. Regis bedeutet König auf Lateinisch und Gigas natürlich Gigant. Und Regigigas ist ja auch am allergrößten von dem Trio. So, hier haben noch mein Sorbet und dann noch hier so. Und jetzt kann ich ja wenigstens hier wieder Sumpix ins Team nehmen und dich und auch dich. So. Alles wunderbar. Nee, nicht markieren, ich wollte das hier so hin. Passt schon. Du kommst hier hin. Dahin. Ach, soll sich mal einer auskennen. Okay, so, das soll jetzt aber mal genügen. Aber diese Box wird sich noch weiterfüllen. Ich meine, ich könnte die jetzt übrigens eigentlich mal umbenennen. Ich habe das sonst auch immer gemacht. Ich werde die jetzt mal umbenennen. Weil da ja nur legendäre Pokémon drin sind, nenne ich die Box ganz schlicht und ergreifend legendär. So habe ich es nämlich bei meiner X-Edition auch schon gemacht. Na, das ist doch gleich viel besser. Legendär. Na gut, Leute. Es tut mir jetzt wirklich sehr, sehr leid, dass ich in dem einen Part nur ein einziges legendäres Pokémon fangen konnte. Aber ihr habt ja gesehen, Regigigas hat in meinem Fall ziemlich rumgebockt. Aber Hauptsache, ich habe es endlich. Und dann würde ich mal sagen, im nächsten Part kümmere ich mich mal um das legendäre Trio aus der Johto-Region. Da muss man nämlich nicht so wirklich eine bestimmte Bedingung erfüllen. Man muss nur auf seine Uhrzeit achten. Und dann kann man die eigentlich auch nacheinander der Reihe nach dann fangen. Mal schauen, wie viele Bälle ich da verbrauchen werde. Das Problem ist nur, diese legendären Pokémon erscheinen, soweit ich weiß, nicht in einer Höhle, sondern draußen im Freien. Das heißt, Finsterbälle kann ich da vergessen. Da werde ich dann wohl Hyperbälle verwenden. Beziehungsweise bei einem wird auch ein etwas anderer spezieller Ball ganz hilfreich sein. Aber meinen Meisterball will ich mir immer noch aufheben. Ich weiß immer noch nicht genau, für welches legendäre Pokémon ich den Meisterball verwenden soll, falls überhaupt. Ich habe ihn, wie gesagt, immer noch dabei. Also, im nächsten Part geht es dann immer noch weiter mit Pokémon Alpha Sophia auf der Suche nach weiteren legendären Pokémon. Macht's gut, Leute, und tschüss! Bis zum nächsten Mal!